Die Basketball-EM hat begonnen, die EM-Qualifikation im Fußball stand an und steht noch an und natürlich auch was vom Eissport. Das sind unter anderem die Themen bei Update Sport. Mein Handy ist scheiße. So. Mit diesen Worten beginne ich die heutige Update-Sport-Sendung. Herzlich willkommen. Und die erste Update-Sport-Sendung in der neuen Bundesliga-Saison ohne Bundesliga, denn die befindet sich in der Länderspielpause. Das bedeutet, die Mannschaft, die DFB-Nationalmannschaft, befindet sich in den Spielen zur Europameisterschaftsqualifikation, nochmal gut gerettet, und zwar nämlich zur EM-Qualifikation fürs nächste Jahr. Am Freitag stand das Spiel gegen Polen an. Das Hinspiel 2:0 verloren, 0:2 verloren, so kann man das sagen, in Warschau. Und nun das Ganze am Freitag in Frankfurt gedreht. 3:1 ging das Spiel gegen die polnische Nationalmannschaft und deren Stürmer Robert Lewandowski zu Ende. Und die drei Toren kamen von zwei Spielern. Einerseits das 1:0 von Thomas Müller und das 2:0 und das 3:1 von Mario Götze, der bei Bayern München im Moment, sagen wir mal, nur der Nebendarsteller ist, beim DFB-Team der Hauptdarsteller ist. Mario Götze selbst sagte zu dem Spiel, die drei Punkte und den ersten Platz wollten wir unbedingt holen. Das hätte ich auch für mich persönlich deutlich schlechter laufen können. Schlechter gelaufen ist es nicht. Er hat sich darüber natürlich gefreut mit einem Tweet am Ende des Spiels und hat sich dann natürlich auch gefreut. Durch den Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Polen hat man Polen von Platz 1 verdrängt, ist somit nun selbst auf Platz 1, dadurch, dass ja auch Georgien bzw. Schottland, gegen die Deutschland ja morgen am Montag spielen wird, ein Artikel wird es dazu auf der WordPress-Seite geben, könnte dann das Team natürlich zum 12. Mal in Folge bei der Endrunde der Europameisterschaft stehen. Sollte dann natürlich Georgien morgen dann gewinnen. So sollte das natürlich sein. Und Polen gegen, oder ein Unentschieden, so muss das natürlich sein. Mögliche Szenarien sind aber auch dafür eine Niederlage von Irland gegen Georgien oder Unentschieden der Iren sowie der Polen gegen Gibraltar. Bei Polen gegen Gibraltar, da wird es wohl wahrscheinlich unwahrscheinlich sein, dass dort ein Unentschieden oder sogar eine Niederlage gegen Polen sein wird. Somit wird dann das nächste Spiel gegen Gibraltar wohl wahrscheinlich dann auch erst wohl die Entscheidung bringen. Bei Irland gegen Georgien, da wird es wohl etwas besser sein. Das Spiel dann, Deutschland gegen Schottland, dann wohl morgen am Montag, den 7. September, dann bei RTL zu sehen. Jogi Löw hat sich natürlich auch zu dem Spiel geäußert. Wir hatten nur ein Ziel, irgendwie zu gewinnen. Das war das Allerwichtigste. Das haben wir geschafft und das war auch den nicht so guten Ergebnissen zuletzt auch Pflicht. Es ist natürlich eines der ersten guten Spiele gewesen seit langer Zeit. Die deutsche Nationalmannschaft hat den richtigen Weg wieder gefunden. Mehr als einem Jahr nach dem WM-Titel und nach langen Belobigungen über den WM-Sieg und dem vierten Stern. Die DFB-Auswahl hat natürlich stark genug gespielt, um auf dem Weg nach Frankreich auch natürlich eine gute Konkurrenz zu sein. Thomas Müller hat in der 12. Minute selbstverständlich das 1:0 geschossen. Götze traf 7 Minuten später. Natürlich gab es auch was Neues zu sehen. Emre Can vom FC Liverpool hatte sein Debüt in Nationaltrikot gegeben, hat natürlich den Vorzug vor Sebastian Rudi gekriegt. Can spielte durchwachsen bis unglücklich. Vorne links erhielt er beispielsweise bis zu einer Auswechslung gegen Karim Bellarabi als Ersatz des verletzten Marco Reus, der ja einen Zehenbruch hat, somit auch morgen gegen Schottland nicht dabei ist. Ja, somit kann man dann natürlich auch sagen, dass es sehr gut ist. Auch Belobigungen bekam Jonas Hector vom 1. FC Köln. Lukas Podolski beispielsweise durfte auch noch ein bisschen spielen, die letzten 4 Minuten vor Schluss. Das war natürlich auch etwas. Dann haben wir noch mal hier den Endstand in Zahlen. So schaut es aus. Deutschland, Polen 3:1. Wie schon gesagt, in der 37. Minute dann noch in der ersten Halbzeit schoss Bayern-Spieler Robert Lewandowski den einzigen Treffer für die Polen in diesem Spiel.
Bleiben wir beim DFB und es geht natürlich um die Frage wegen des UEFA-Präsidenten bzw. des FIFA-Präsidenten. Da nehmen wir natürlich ein bisschen viel raus, aber natürlich ist auch klar, wie das sein sollte. Sollte UEFA-Präsident Michel Platini nächstes Jahr Nachfolger von Sepp Blatter als FIFA-Präsident werden? Wer sollte dann UEFA-Präsident werden? Wolfgang Niersbach? DFB-Präsident aktuell und er könnte es natürlich werden. Er selbst schließt es natürlich aus. Und Oliver Bierhoff könnte, so schreiben das natürlich wieder mal einige Medien, natürlich zum Nachfolger von Wolfgang Niersbach werden. Er selbst sagte natürlich in den Pressekonferenzen, dass er keine Ambition dazu hat, Nachfolger von Wolfgang Niersbach als DFB-Präsident zu werden. Er selbst sagte dazu nämlich, warum sollte ich? Mit Wolfgang Niersbach haben wir einen der besten Präsidenten, den man sich vorstellen kann. Bierhoff selbst natürlich auch eine große Karriere gemacht, hat ja den Golden Goal 1996 vor fast 20 Jahren geschossen zum letzten EM-Titel für Deutschland. Und es ist natürlich auch so, dass natürlich noch nicht so viel feststeht. Erst in knapp einem halben Jahr, nämlich Ende Februar 2016, wird ein neuer Präsident des Weltfußballverbandes gewählt. Sepp Blatter ist ja zurückgetreten wegen den Korruptionsaffären. Michel Platini hat bis jetzt dazu auch noch nichts geäußert. Wir halten euch da vielleicht mal auf den Laufenden, mal gucken, ob es da dann noch was geben wird. Und damit sind wir schon schnell bei den News der Woche. Wie schon gesagt, heute keine Bundesliga, weil ja Länderspielpause ist und wir kommen direkt sofort endlich wieder zu den News der Woche, die natürlich hier im Sport waren. Und wir beginnen leider mit einer schlechten Nachricht für alle Arjen Robben-Fans beim FC Bayern und natürlich auch für die Oranje-Fans, denn der neue Oranje-Kapitän muss 4 Wochen pausieren, denn beim EM-Qualifikationsspiel zwischen die Niederlande und Island hat sich der 31-Jährige eine Muskelverletzung im Bereich der linken Adduktoren zugezogen. Schon nach einer halben Stunde musste er wegen Oberschenkelschmerzen ausgewechselt werden. Somit wird er auch beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München fehlen. Ob es dann natürlich auch noch, wie es dann natürlich um ihn stehen wird, das werden wir dann natürlich dann noch erfahren. Ein allerletzter Blick auf die Transfers, der ging letzte Woche zu Ende. Draxler ist in Wolfsburg, das ist die große Überraschung und auch die große Überraschung von Kevin Großkreuz. Hier noch im BVB-Trikot, aber nun nicht mehr. Er spielt jetzt bei Galatasaray Istanbul, ist Mannschaftskollege von Lukas Podolski, aber das große Aber kommt, es gab Probleme beim Transfer. Erst kurz nach Mitternacht, von Montag auf Dienstag, gab es erst die richtigen Papiere, aber es fehlten Unterschriften. Offiziell darf Kevin Großkreuz nicht bei offiziellen Spielen, sprich Ligaspielen und auch internationalen Spielen, nicht mitspielen. Bei Training und bei Trainingsspielen bzw. auch bei Testspielen darf der 27-Jährige nun weiter mitspielen. Der komplette Transfer soll dann im Januar abgeschlossen werden, also gute 3 Monate muss nun Kevin Großkreuz warten, bis er dann richtig für die Türkei spielen kann. Und dann noch eine Meldung von den Bewerbungen zu den Olympischen Sommerspielen 2024 in den USA. Nachdem Boston abgesagt hatte, um natürlich nicht das ganze Geld, auf dem sie sitzen werden, wegen einer Nicht-Austragung, hat sich nun Los Angeles bereit erklärt, die Spiele 2024 austragen zu wollen. Nach 1932 und 84 wird nämlich da könnte dann die Stadt in Kalifornien zum dritten Mal dann eventuellerweise die Olympischen Sommerspiele und die Paralympischen Sommerspiele natürlich austragen. Großer Konkurrent natürlich unter anderem für die Hansestadt Hamburg, die sich ja auch für die Sommerspiele 2024 bewerben will. Ja, und ich weiß nicht ganz genau, wann die Bekanntgabe bzw. wann die Kandidatur offiziell bzw. der Kandidat rausgesucht wird. Ich glaube, in den nächsten Jahren wird das Ganze dann natürlich auch gemacht. So viel weiß ich geradewegs dazu. So viel dann auch zu den News der Woche. Mehr News gibt es natürlich, mehr Sportnews gibt es natürlich auf www.dechotv.wordpress.com. Dort gibt es sie unter anderem auch in den News am Morgen, Mittag und Abend, die ja seit letzter Woche auch neu sind als Test für diesen Monat. Es gibt jetzt ausnahmsweise, so habt ihr es bemerkt, mehr Sportmeldungen. Vielleicht wird das Ganze dann natürlich auch beibehalten.
Wir kommen zum Basketball. An diesem Tag, in den letzten Tagen, startete die Basketball-Europameisterschaft und Deutschland konnte natürlich gegen EM-Neuling Island beim Auftakt in Berlin gut starten. Und trotzdem sah es nicht gut aus für die Mannschaft rund um Dirk Nowitzki und Dennis Schröder, den beiden NBA-Stars. Denn es bleibt wie immer der letzte Eindruck und Heiko Schaft. Es gab natürlich unter anderem auch viel Probleme. Wir haben nicht mal ansatzweise so gespielt, wie wir uns das vorgestellt haben, so Heiko Schaftzarik gegenüber Sport 1. Auch ein Ausfall ist zu beklagen. Robin Benzig, zu dessen Sprunggelenksverletzung noch keine Diagnose feststeht, gibt es größere Baustellen. Noch lange nicht ist natürlich klar, wie das Ganze dann natürlich weiter ausschauen wird. Schon heute am Sonntag, diesem 6. September, muss Deutschland schon gegen Vize-Weltmeister Serbien ran. Das Ganze dann etwas später dann vielleicht auf unserer WordPress-Seite. Ein 18-Punkte-Vorsprung schmolz bis auf 69-63 und die Gastgeber konnten von Glück sagen, dass die Isländer in den folgenden 2,5 Minuten auch nicht mehr trafen. Der Topscorer John Stefansson, bekanntermaßen der mit Abstand gefährlichste Isländer im Basketball, durfte auch nochmal freistehend von der Dreierlinie abdrücken, während die Deutschen sich vorne nicht zurecht trauten. Dirk Nowitzki beging in den letzten 3 Minuten 2 Ballverluste passte er unter Bedrängnis Dennis Schröder so ungenau, dass er den Ball nicht fangen konnte. Der 21-Jährige hat dann irgendwie gestikuliert und hat gesagt, es hätte längst ein anderer werfen sollen. Und einer, der gar nicht groß aufmachte, war Tibor Pleiss, der 2,18 Meter Mann, ist schon richtig groß, im Sommer mit einem 10-Millionen-Dollar-Vertrag bei den Utah Jazz verpflichtet, passte den Ball wieder heraus, obwohl seine Gegner einen halben Kopf kleiner war. Also, warum hat da was nicht funktioniert? Das werden wir auch wohl nicht erfahren. Der Bundestrainer Chris Fleming setzte einen Appell an Pleiss, gab aber auch zugleich ein Alibi. Ich würde erwarten, dass er offensiv aggressiver ist. Es ist für ihn auch ungewohnt gegen solche Wadenbeißer. Und trotz allem wird man dann natürlich schauen, ob es gegen Vize-Weltmeister und Spanien-Bezwinger Serbien noch, wer weiß, ob man da vielleicht dann doch irgendwie was machen kann, vielleicht sogar mit der Brechstange. Wer weiß, es war eine ganze Menge positiv. Wir haben viel geschafft, ohne unser komplettes Potenzial auszuschöpfen. Ja. Das ist natürlich auch für die Eurobasket ein Ticket für die Olympischen Spiele nächstes Jahr. Ein großer Traum natürlich unter anderem auch für Dirk Nowitzki zu spielen, bevor er dann irgendwann später dann noch seine Basketballkarriere irgendwann an den Nagel hängen wird und vielleicht dann mit den Dallas Mavericks was anderes macht. Management wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Wenn wir das dann natürlich sehen, wie schon gesagt, auf der WordPress-Seite wird es dann einen Artikel dazu geben. Letztes Thema für heute, dann sind wir auch schon quasi durch. Es geht um den Eissport, auch wenn wir jetzt uns langsam dem Herbst nähern. Bald ist es dann wieder kalt. Und Claudia Pechstein, die ja trotz Dopings und allem Möglichen ja endlich wieder trainieren darf, braucht einen Trainingspartner. Zum Trainieren. Ihr geht anscheinend, so heißt es, die Trainingspartner auf. Sie hat nun im niederländischen Eissport-Internetmagazin Scharsten.nl sucht sie jedenfalls einen männlichen Trainingspartner. Ist sie nicht verheiratet oder so? Ich weiß es nicht. Naja, nein, und es geht auch halt darum, dessen Profil natürlich auf Tieflandbahnen muss er nämlich eine Bestzeit bei 3000 Metern zwischen 3 Minuten 50 und 3 Minuten 55 haben, bei über 5000 zwischen 6,45 und 6,50 Minuten. 6 Minuten 50 Sekunden, so war das. Also, naja. Außerdem muss er auch bereit sein, seinen Wohnsitz bis zu den Olympischen Winterspielen 2018 nach Berlin zu verlegen. Ja, klingt auch schon mal etwas interessant, muss man sagen. Aber naja, wird man natürlich sehen. Und Manager Ralf Grenkel begründete dies, warum in den Niederlanden gesucht wird. In den Niederlanden gibt es eben viel mehr bessere Eisschnellläufer als bei uns. Hat man ja natürlich letztes Jahr bei den Olympischen Winterspielen gesehen. Ne? Es gibt wahrscheinlich auch viele Eislaufbahnen und dort sind die Niederländer dann halt auch etwas besser als wir Deutschen. Der potenzielle Trainingspartner soll Pechstein für die Olympischen Winterspiele 2018, also in 3 Jahren in Pyeongchang in Südkorea, fit machen und mit ihr die Temporunden auf dem Berliner Eisoval dann auch drehen. Als Lohn werden ihm eine Wohnung und ein Auto zugestellt. Zudem, so Grängel, winkt ein kleines Taschengeld.
Nicht schlecht. Also wenn ich Eiskunst laufen könnte und ein Holländer wäre, ein bisschen rassistisch. Also, ja, die neue Berliner Trainingsgruppe von Claudia Pechstein unter der Führung des ehemaligen Jugendtrainers Uwe Hüttenrauch verfügt nach Grängels Meinung, also dem Manager von Pechstein, nur Willi Koschel über die gewünschten Gangmacherqualitäten. Ein Trainingspartner allein reiche der Rekord-Olympiasieger nicht, aber nicht um, bis 2018 an der Weltspitze zu bleiben. Also ein bisschen mehr muss es da auch schon sein. Wahrscheinlich dann auch wieder zur alter Stärke zurückkehren. Naja, ist auch schon mal was. Ja, so viel dann zu Update Sport für heute. Das war es auch dann ungefähr von uns für diese Woche mit Update. Nächste Update-Ausgabe laut Planung am Freitag selbstverständlich. Wenn nicht, dann informiere ich euch über Facebook und auch über Twitter. Da gibt es natürlich dann auch die neuesten Informationen rund um Breaking News und natürlich auf der WordPress-Seite www.derchotv.wordpress.com. Dort gibt es dann natürlich auch neueste News aus dem Bereich Sport, natürlich auch Entertainment, Politik und sonstiges wie Games und schieß mich tot. Gehört ja alles zu Entertainment. Das war's von meiner Seite aus hier für Update Sport. Wir melden uns dann natürlich. Nächstes Video gibt es dann morgen am Montag. Let's Play Pokémon Rubin selbstverständlich wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute. Tschüss, wir sehen uns.